Hallo Leute und herzlich willkommen zu Henry Stickmann, diesmal Breaking the Bank. Also, wir müssen eine Bank rausrauben, ganz einfach eigentlich. Ja, letztes Mal haben wir uns ja die Cops beide Male nicht gecatcht irgendwie. Ja, auf jeden Fall, deswegen brechen wir jetzt einfach noch hier eine Bank ein. Ich meine, wir sind Profis. Naja, auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht, sieht man den Stuhl hier? Okay, jetzt sieht man den hier auf jeden Fall nicht mehr. Egal, ist eigentlich auch wirklich egal. Okay, Leute, ich habe mich jetzt doch entschieden, den Speedrun in Hello Neighbor nicht zu machen, weil, naja, also das wird eh nicht gut kommen. Und deswegen werden wir einfach dann, wie gesagt, nächste Woche dann into the Alpha 4 starten. Genau, das wollte ich sagen. Ja, wir legen jetzt aber direkt los. Nicht lange Zeit verschwenden hier, meinen Homies. Okay, wir haben hier 6 Auswahlmöglichkeiten, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ein Laser Drill, Disgrease, Teleporter, Wrecking Ball, Tunnel and Explosion. Also ich würde sagen, wir nehmen den Teleporter, oder? Also wir versuchen es mal. Digga, es kommt direkt Werbung. Was soll das? Oh. Oh, Bruder, ich hab mich verschluckt, es tut so weh. What the fuck? Oh, ich sterbe gerade. Okay, irgendwie hat er verkackt. Dann nehmen wir jetzt die Explosion. Oh nein. Nein. Ja. Ich glaube, er ist tot. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Wrecking Ball, Alter. Mal gucken, was da so schief gehen kann. Es war ja so klar, Digga. Okay, dann nehmen wir mal diesen Laser Drill. Das wird doch auch wieder in die Hose gehen. Ich dachte schon so, es hat geklappt, aber nein. Dann nehmen wir den. Wir nehmen mal dieses Disguise. Was ist das denn? Ah, das Verkleiden. Das wird doch safe nicht klappen, Alter. Ja, genau. Als ob. Lol, es hat geklappt. Ja, geil, wie kommen wir jetzt da raus, ist die Frage. Let's go. Das war's. Wir haben verkackt, Leute. Die Polizei hat uns bekommen. Okay, Leute, wir sind jetzt hier nochmal from the beginning. Wir nehmen jetzt mal den Tunnel, weil irgendetwas muss hier funktionieren. Weil sonst, naja, macht das keinen Sinn. Alles klar, Digga? Nein, jetzt kommt eine Eisenbahn. Hä? Das war schon das Spiel? Hey, warte mal ganz kurz. Wir machen noch mal das. Ich glaube, wir hatten da mehrere Möglichkeiten. Okay, nee, leider doch nicht. Hauptsache, das ist wirklich das Spiel. Also, mehr gibt's hier noch nicht. Deswegen spielen wir jetzt noch ein kleines anderes Spiel. Ihr seht hier, Murder. Ich nehme an, ihr kennt das Spiel. Das ist ja so ein Klassiker. Auch schon relativ alt. Ja, unser Ziel ist es hier, den König zu töten. Oh. Genau, es gibt nämlich zum Beispiel so ein Anzeichen, wie dass er jetzt so mit der Nase irgendwie so ein bisschen geräuspert hat. Oder wenn er... Hochschauen? Ne, okay, beim Hochschauen nicht. Okay, aber zum Beispiel, er rollt manchmal auch die Augen so nach hinten und so. Ja, so nicht, Mignon. So nicht! Hä? Wie muss ich den denn killen, hä? Muss ich die nicht... Hä? Ich bin tot. Egal, once again. Wir versuchen mal hier diesen König zu töten, irgendwie. What? Wie scheiße sind wir denn? Oh, ne, beim Hochschauen macht er das hier nicht, stimmt. Ganz sneaky, ganz sneaky, ganz sneaky, ganz sneaky. Komm, die Balken ist voll. Jetzt sind wir der König. Ich habe leider keine Krone, glaube ich, sonst hätte ich mir jetzt eine Krone aufgesetzt. Okay, fällt natürlich nicht auf. Okay, jetzt müssen wir mit Space, können wir so umdrehen.
Genau, und damit erkennt man halt in den. Also, ja, kann man ihn erwischen. Hä? Zack. Ha! Gotcha, bitch! Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Ich weiß nämlich. War das jetzt gut? Er war eigentlich unser Butler. Tut mir leid, Bro. Okay, dieser Typ sieht, Alter, wie der aussieht. So ein richtiger Psychopath. So ein richtiger Unge. Hallo! Alles klar, Digga. Ich dachte, er wird jetzt der König, aber nee, Digga. Der rein auf dem Klo erstochen. Mit der Krone. Cooles Spiel. Wir versuchen es direkt nochmal. Ja, und übrigens, Leute, ich glaube, beim Hello Neighbor Video, beim letzten, was jetzt kam, wo wir unser Haus versucht haben einzurichten. Das war so dumm. Als wir versucht haben, unser Haus einzurichten, da ist, glaube ich, die Facecam ausgestiegen, mal mitten im Video. Das ist leider schade. Ich hoffe, das wird bei diesem Video nicht der Fall sein, auch bei den nächsten nicht. Bruder, was hast du denn? Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Und. Hä? Er hat gerade zurückgeguckt. What the fuck? Scheiße, Leute, was ist denn los? What? Ich habe die Leertaste losgelassen. Okay, once again. Bruh. Bruder, es ist einfach das schwierigste Spiel des Jahrtausends, Alter. Nope. Ich bin so scheiße, Mann. Alter, was? Der Balken war fast voll. Nope. Nein, ich hab nicht geguckt. Och nee. Jetzt volle Konzentration. Ich hab doch losgelassen, Alter. Bruder, wie viele Leichen schon dort unten sind. Nur wegen mir. Ja. Ah nee, dann ja nicht. Och Mann. Oh, finally, Alter. Mashallah. Endlich, ey. Endlich. So, jetzt rasieren wir alle weg. Zack. Einfach gedodged. Ohne Ehre. Schon wieder? Was ist los mit dir? Wir müssen halt richtig aufpassen. Jetzt zack. Ja, dumm gelaufen, ne? Alter, guck mal, wie viele Leichen da unten sind. Okay, du Typ ist auch gefährlich. Ja, genau. Weil nur der mit dem roten, also der eigentlich mit dem Bein halt eben, der ist gesund. Und der ist auch gefährlich, weil der will uns. Digga, einfach Herzinfarkt. Weil der will uns kitzeln und das wäre dann geendet. Ich kann dir ja nachher noch zeigen. Also schon wieder, den haben wir doch gerade umgebracht. Zack! Er dodgt immer so komisch. Gali! Alter, jetzt wieder dieser miese Hofner, Alter. Dieser ehrenlose Hund. Alter, guck mal, wie viele Leichen das da unten sind. Oh, da ist jetzt wieder schon wieder mit dem Gift. Bam! Wir waren so kurz vorm Ziel und hatten einen Herzinfarkt? Ja, da haben wir ihn. Okay, ich versuche es jetzt nochmal. Wenn wir ins Ziel schaffen oder den Weitegustierer kommt oder so, dann werden wir die euch das reinschneiden, sonst nicht. Dann eine geile Unterhose. Jetzt habe ich trotzdem was reingeschnitten. Scheiße. Ah, guck mal, jetzt kommt der mit dem Rotwein. Genau, den lassen wir schön mal tippen. Genau, lecker. Aber es war gut, der Tee. Tee. Wein natürlich. Das war leckerer Wein. Der war gut. Da haben wir nichts dagegen. Da sterben wir nicht. Genau. Du, Harald, kommst in den Kerker. Jetzt habe ich trotzdem schon wieder was reingeschnitten. Egal. Lol, ein Partyhut. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind nicht verreckt, Lol. Nun sind wir König. Von was eigentlich? Einfach von diesem Spiel halt, ja. Nice. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, was passiert, wenn wir diese Frau uns halt umarmen lassen. So, Leute, hier kommt diese Person. Also, ich nehme jetzt mal an, das ist eine Frau. Man kann es, glaube ich, nicht so ganz sagen. Wir drehen uns jetzt nicht um, sondern wir lassen uns jetzt umarmen. Liebe. Unser Dieb ist so verstört. Alter, das ist unsere Familie, Leute. Und da unten unser Kind mit dem Bauklotz im Mund. Den geht es auf jeden Fall jetzt gut. Die sind jetzt happy. Ja, Leute,
Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes spielen könnte, wie ihr das Spiel fandet, beziehungsweise wie ihr auch das Video fandet, generelles Feedback. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!